Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Ja, ich habe in letzter Zeit sehr viel Zeit gebraucht, um zum Beispiel einen Minecraft-Server, Modpack-Server zu machen und ein Roblox-Spiel zu entwickeln. Ich bin jetzt gerade gar nicht mehr so drin. Habe leider nicht mehr so viel Zeit für Last Epoch, aber ich werde schauen, dass ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag zumindest ein Last Epoch auf YouTube bringen kann. Und eventuell kommt noch Transport Fever 2, genau. Weil das gab es auch noch einen Patch, der flüssiges Spielen machte. Und ich bin ja ein Fan von so Eisenbahn und Bus Simulator, also so ja, Transport Simulator. Und ja, jetzt muss ich schauen, wo wir waren. Wir waren, glaube ich, hier unten. Genau. Gehen wir einfach hier Rockes Abode und machen hier weiter. Jo. Und ich stelle noch den Timer ein. Schon wieder ein bisschen zu früh begonnen. So. Weil ich möchte ja unbedingt ungefähr so 30 Minuten Parts machen. Ein bisschen weniger als 30 Minuten. Damit YouTube nicht immer so lange braucht, wenn es mal ein bisschen länger ist, braucht es immer sehr viel Länge. Das ist so eine Restriction, leider. Jo, also. Wir spielen ja diesen, ja, Eisforn-Ding, gemottet auf, ja, dass sie nicht mehr homen, dafür mehr Schaden machen und mehr schießen. Und wir spielen ja auch auf physische Dornen, nicht mehr Eisdornen. Genau. Und das andere ist frozen, also zum Einfrieren. Und geht eigentlich sehr gut, weil wir machen Damage und wir sind defensiv, beides zusammen. Und vor allem diese, ja, die physischen Dornen, diese Dornenboden, der grüne, ja, ist es natürlich sehr stark. Also, jo, diese Dornen, diese grünen, hier, die da, machen sehr viel Damage, weil sie auch mehrmals treffen. Das ist das Gute, also. Ja, und der Blitztotem, den mache ich einfach auf diesen Sturm hier. Und das läuft eigentlich auch sehr gut. Also, der Sturm tut ein bisschen die Gegner ablenken, also so ein bisschen einfrieren und, ja, gleich auch stunnen oder so. Vor allem diese Wirbel machen. Und die sind eigentlich ziemlich stark auch. Also, sie frieren gerne schön mal ein. Also safe auch wegen dem Einfrieren, auf jeden Fall. Ja, seht ihr, da wurde da dieser Tack, dieser rote, abgebrochen vom Gegner. Also das ist sehr effizient. Also hier bei Dornen mache ich jetzt noch mehr auf Con oder so. Und ich mache mehr auf Totems. Ich denke, ich mache mal mehr auf Totems und dann auch mal eine Effizienz. Weil Con ist ja, ja, die Reichweite, also die Richtung. Der Winkel. Und da brauche ich jetzt nicht noch eins dazu machen. Also das letzte mache ich einfach nicht rein. Ja, dann machen wir natürlich noch mehr Defensive. Weil jetzt brauchen wir noch ein bisschen Defensive. Später, ja, müssen wir einfach Items haben, die defensiv sind. Aber jetzt brauchen wir noch ein bisschen Defensive. Also jetzt bin ich. Jetzt habe ich scheinbar drei Totems. Ja, drei Punkte. Also kann ich da auch mal ein bisschen spammen und die Maus selber, die Gegner relativ schnell kaputt. Also sind nicht so stark, wie man sieht. Aber dafür, ja, können drei natürlich sehr viel schießen. Das ist ziemlich effizient, also das solltet ihr immer machen. Drei spammen. Aber, ja, gegen Gegner, die nicht viel aushalten, natürlich nicht. Und der Donnergolem, ja, der Thunder Totem. Der ist ja für Bosse, also für Gegner, die wirklich sehr viel aushalten. Also, ich kann mal hier einen casten. Mal, wenn man nicht schießt, ja, es ist immer noch ein bisschen langsam. Aber das ist ja, weil ich nicht auf Totems gehe. Ich will ja mit diesen Eisdorn-Schaden machen. Was soll man sagen, Befüßigeldorne, weil es keine Eisdorn mehr sind. Ja, weiß ich auch nicht, was ich genau sagen soll. Auf jeden Fall macht das Spiel Spaß, ist zwar nicht so schnell, aber das muss ich. Ich schaue nie, also
Ja, ich will ja nicht ein stressiges Gameplay haben. Ich will ein schön lockeres Gameplay haben. Da muss man halt einfach ein bisschen tanky sein, aber trotzdem kann man noch sehr stark sein. Das ist das Gute an den meisten Hack and Slays. Man kann auch zäh und stark sein und das ist wichtig. Was ist, wenn man zu viel stark ist, nur noch Glass Cannon ist? Das ist ja nicht so toll. Also, das ist eher nervig dann und das habe ich dann nicht mehr so gerne. Ja, schon. Klar, ich mache immer wieder Basic Glass Cannon sind aus Spaß, zum Schauen, wie die Attacke so maximum stark sein kann und so. Aber dann bin ich auch ein bisschen defensiv bei Items oder so. Ja. Nicht immer ganz komplett. Und ihr seht es, ich kann diese Attacken cool tanken. Oh, das ist jetzt ein sehr, sehr gegen. Okay, die haben vielleicht ein bisschen mehr Leben bekommen durch diesen Mod. Jedenfalls ist der lange drin. Ja, Totems haben halt auch ein bisschen Abklingzeit. Da müsst ihr halt ein bisschen schauen. Dass nicht zu früh die Totems machen, dass das nicht so lange dauern, bis sie wieder ready sind. Obwohl ich hier eigentlich auf Cooldown ging. Ja, ich muss halt auf den einzelnen Cooldown holen. Das ist meistens auch schwer. Ja, das ist das Blöde, dass die Skorpione so mega gute Physical Defensive haben. Also, eigentlich geht der Beat schneller in anderen Gebieten, wo es weniger Physical immun, also Armor-Gegner hat. Naja, oh nein, jetzt kommen noch mal zwei. Die kill ich aber noch. Ja, so langsam habe ich Mana-Probleme. Vielleicht muss ich doch den Toten was reduzieren. Ja, den töte ich jetzt nicht. Macht echt viel Spaß, nur eben Physical Builds sind eigentlich immer in der Unter, also schlechter. Weil Gegner sehr viel Armor haben. Es geht mir jetzt die nervigen Gegner, die man halt einfach Ding muss haben. Ja. Aber immun sind irgendwie ein bisschen weg. Also nicht killen sollte oder sonst irgendwas, was sie zu zäh sind. Die uns selber aufhalten. Genau. Eventuell werde ich dann später mal wieder auf Cold Thorns machen, aber ich weiß ja nicht. Ich finde jetzt diese Dornenboden irgendwie ein bisschen stärker. Aber eben, wenn man eben nur einen Gegner hat, dann ist es natürlich auch nicht so toll, dass man einfach zu zähe Gegner hat. Aber ich merke, im Forum werden eigentlich nie Physical Builds gezeigt. Also das ist einfach noch nicht balanciert, Physical. Jeder Build, der Physical geht, mag ich irgendwie nicht so. Necrotic Damage eigentlich auch nicht so. Was eigentlich stark ist, ist, wenn ich immer wieder das Void Damage vom Sentinel, also ja, meistens nicht der Void Knight, sondern einfach nur die Void Attacken, die ohne Void Knight zu machen sind oder nur am Anfang vom Void Knight sind, also ein Low Level. Und sonst, ja, gibt es ja keine Void Skills eigentlich. Der Necromancer oder so, der Leash könnte ja Void Skills brauchen noch. Aber der hat's nicht, oder? Hat er? Vielleicht einer, der sich dann umändern lässt, so wird. Ja, jetzt haben wir jetzt gleich noch den Boss vom fünften Akt. Der ist auch ziemlich nervig mit Physical, aber ja, dann haben wir eine Herausforderung. So, nochmal skillen, den Blitztoten, sehr gut. Da haben wir gesagt, gehen wir nach oben rechts. Ja, Caspi braucht er nicht so, ne? Schon, aber ich will ein bisschen mehr auf Damage machen können. So. Ja, ich bin eben sehr, sehr schwer beschäftigt. Ich mache ja auch wieder ein bisschen mehr Sport und alles. Es kann also sein, dass ich jetzt nicht so vorwärts komme oder so. Aber Videos will ich trotzdem machen. Ich will den YouTube-Kanal natürlich nicht vernachlässigen.
Ja, das ist doof, dass der so viel ausfährt, das Risiko. Der nächste Beet wird irgendwie etwas mit Feuer oder mit Dings sein. Vielleicht etwas mit Nekrotik. Ich habe irgendwie Lust, nochmal so einen Beet machen mit dem ja, wie heißt das schon? Das Skill. Der Nahkampfangriff vom Leash. Also vom Akolyt. Mit Rage Damage. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Denke gerade. Müsste ich eigentlich wissen. Sweep, nein, Sweep ist ja der Skill vom Primalist. Ja, wir werden ja dann mal sehen, wie er heißt. Wir können nachher gleich mal kurz zurückgehen und Charakter-Ding. Da habe ich einen Charakter, der so heißt, dieses Kill und den Drago war. Aber ja, wie soll man es sagen, man kann ihn halt nicht so defensiv machen. Also die Leash-Form ist die Defensive dann eigentlich. Ja. Es ist halt immer schwer, etwas zu finden. Minion Spell Damage ist gut. Oh, ist auch gut. Aber ich sehe halt immer wieder erst spät, ob es wirklich funktioniert. Also der Beet funktioniert. Aber eventuell muss ich da die Punkte wieder rausnehmen, so schnell wie möglich. Ich möchte ja Eisschaden machen, aber dann sind Eis-immune Gegner natürlich das Problem. Also jetzt könnte ich umskillen. Und dann nach Akt 7 auch nochmal umzugehen, oder was? Weil dort hat sie Colt, die nur ein Gegner. Ich mach den Charakterbeet einfach weiter. Er macht jetzt halt noch ein bisschen zu wenig Schaden. Aber jetzt kommen dann die Items. Ab Level 42 ist ein Item. 37 sind wir jetzt. Ja, wir müssen noch ein bisschen leveln, um die Items zu kriegen. Das ist das Problem. Ja, okay, hier haben wir einen Waypoint, gehen wir kurz zurück. Schauen wir diese Attacke an. Also ich plane mal auf diesen Nahkampfangriff und den Leash. Ja, könnte überall sein. Ich habe so viel Charakter zum Testen mal angeschaut. Viele tun einfach fehlschlagen, weil das Spiel so eine große Kurve hat, also manche tun einfach Fehlschlagen, dass sie irgendwann mal zu immunen Gegnern kommen, also zu richtig resistenten Gegnern, und dann hast du irgendwie keine Lust mehr weiterzumachen, weil du einfach nicht durchgehen kannst. So Tempest Strike würde ich auch dann mal gerne nochmals machen, aber der ist jetzt momentan ein bisschen zu schwach, habe ich irgendwie das Gefühl. Könnt ihr wirklich mehr kurz mal vielleicht mal sagen, ob ihr den gut findet, Tempest Strike, weil ich finde irgendwie geht nicht so gut. Ja, er heißt leider nicht so, also dann müssen wir mal einen Leash nehmen. Das ist Necromancer, was ist denn Leash für eine, für ein Symbol? Das ist Necro, Necro. Das Leash. Ja, das ist den Leash, oder? Schauen wir mal kurz. Skills. Er ist noch nicht freigeschalten, also passive. Leash, das ist kein Leash, okay, das ist auch Lüt gewesen. Der Seal ist, glaube ich, neu, oder? Das könnten wir noch verwenden. Soul Feast, Drain Life, dann ist es bei Akolyt. Diese Angriff, wie schade, wenn man den frei. Ah, Harvest ist das Key. Harvest. Jetzt dachte ich, das wäre ein Spell, aber es ist ein Nahkampfangriff. Und bei dem, Glutschaden wäre nicht schlecht, aber das ist ja auch wieder physisch. Ja, da irgendwie einen. Also Schreckchance ist gut, Necrotic Shred. Damage Converter to Necrotic. Also das ist jetzt noch physisch. Es ist schon nekrotisch, aber alles ist konvertiert. Ja.
Und dann auf Crit gehen, genau. Movements on Crit ist auch, denke ich, gut. Könnte vielleicht ein bisschen nerven. Ja. Und Poison könnten wir auch noch gehen. Beides. Nee. Poison nicht, hä? Und Poison ist, denke ich mal, schon gut. Wir könnten auch mega auf Dot gehen. Das machen wir dann irgendwann mal später. Blood Rides sind ja nicht so, ja, gut. Ja, hier. Ah nein, Blood Rides machen das, ja. Text to make your next house hit and you mean do more damage. Könnten wir auch drauf gehen, so das andere nehmen wir mal. Und vielleicht Grid, eventuell auf Grid gehen. Gut, also Harvest Crack, dann machen wir dann. Harvest, also Farmen, sammeln oder so, das auf Deutsch. Ja, wahrscheinlich Farm. Ja, dann auf Multi-Attacken, also dass wir da einfach keine immunen Gegner haben. Denke ich mal. Ja, das wäre das eigentlich das Beste, was wir machen können. So, jetzt machen wir direkt natürlich auch weiter. Aber eben dieser Akt ist Physical. Da haben es viele Gegner, die Physical Damage machen. Ich müsste eventuell den Totem halt noch ein bisschen stärker kriegen. Müssen auf den Totem Damage gehen. Zuerst dann mal und dann wieder respecken, denke ich mal. Oder so. Ich weiß es nicht. Also ich kann es jetzt momentan nicht sagen, was ich am besten machen soll. Wie kann ich mich stärker machen im Moment? Ohne dass man irgendwie etwas skillt oder sonst irgendwas. Das ist das größte Problem. Ja. Jetzt haben wir halt einfach nichts, wo wir wirklich auf die Stärke machen können. Wir brauchen hier Attainment wieder. Also ich denke, ich mache jetzt einfach mal Totem Damage hoch, weil Totem müssen jetzt endlich auch mehr Damage machen. Sonst macht das alles keinen Sinn. Ich habe halt dort einfach Eisschaden. Okay, Eisschaden habe ich auf dem Dornen-Totem sie eigentlich so eher die Chance einzufrieren. Hm. Ja, diese scheiß Käfer sind so aggressiv, also die helfen uns nie in der Nähe, die gehen immer zum nächsten Gegner. Das sind jetzt auch nicht so sehr. Hm. Ja, okay, sie sind schon sehr. Ja, die sind diesen Angriff aus, also ich denke, die sind schon super zäh. Okay. Also sie sind einfach zu aggressiv. Ja, also mache ich wahrscheinlich jetzt heute nur einen Part und mache den anderen Bild schon mal, damit ich euch das Wissen zeigen kann. Sonst habe ich zu wenig Zeit, weil irgendwann kommt auch der Marco wieder und dann wollen wir natürlich wieder ein bisschen Roblox ja, entwickeln. Spiel entwickeln dort. Das Spiel wird auch relativ ähnlich wie Last Epoch, haben wir es ausgedacht. Aber jetzt nicht so extremst auf Charakterentwicklung setzen, sondern eher auch auf ja, Quests, richtigen Content, also richtiges Rollen von Spielquests, hochwertige Quests und auch ein bisschen auf Erkunden und Entdecken, Items sammeln und so, auf dem Boden einsammeln oder so, also Münzen oder so einsammeln zum Beispiel. Genau. Also wir gehen jetzt mal hier nicht rein, das ist nur ein Gebiet, das, ja, Ding ist, ja, optional. Genau, das war nicht genau so. Direkt. Also, dann müssen wir nicht rein. Wir machen jetzt ein bisschen vorwärts, dass wir auch schneller leveln. Ja, okay. Wir leveln ja bei den Gegnern eigentlich immer gleich schnell. Die Quests geben halt nochmals ein bisschen Ding. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Gegner halten viel weniger wieder aus. Also, es ist schon praktisch, dass wir jetzt wieder in einem neuen Akt sind. Ja, Akt 5 nervt halt ein bisschen mit den Physical Immun, also resistenten Gegner. Ich sage immer Immun, aber Immun ist erst, wenn sie gar keinen Schaden mehr bekommen. Ja, die Totems kann man einfach nicht so schnell genug platzieren. Das ist das größte Problem an diesem Bild. Ich möchte gerne Totems spammen, aber sie brauchen zu lange. Ja, das Gift ist aber ein bisschen stark.
Also das Nervigste beim Harvest-Charakter ist wahrscheinlich die wenige Defensive beim Leash. Also wir müssen sehr auf Ward gehen da. Und Ward ist halt auch irgendwann aufgebraucht, egal wie viel man Ventation hat, oder? Und das heißt, also es ist ein Bild, der wirklich failen kann, aber wahrscheinlich auch sehr stark werden kann. Da habe ich auch nicht so die Items. Also ich brauche zuerst mal die Items. Und ich weiß nicht, ob ich dann auf Idole mit Soulfeast gehen soll, weil Magie-Schaden, also Zauberschaden machen wir da nicht so stark. Doch lieber irgendwas anderes. Life-Leech und so Sachen können wir uns nicht irgendwie kriegen. Ja. Wir werden sehen. Gute Dinge haben Weile zum Ausprobieren. Das ist auch gut in diesem Spiel, so man kann ewig ausprobieren, was man genau spielen will. Was auch am meisten Spaß macht. Und dem, wenn ihr denkt, es macht euch nicht so Spaß, was ich so zocke, dann ja, schaut mal nach, was mir eigentlich Spaß machen könnte und euch. Und dann mache ich es auch. Jemand hat ja gesagt, RIP Blood vor einiger Zeit, schon sicher 4 Monate her oder so, aber haben wir gesagt, empfohlen. Das habe ich ja angeschaut und war dann halt einfach nicht so gut bei mir, weil es nicht so viel Schaden macht ohne die wichtigen Items. Und die hatte ich zwar schon, aber die waren dann einfach Level 33, also das richtige Item. Das da. Oder? Ist auch für RIP Blood gut, aber irgendwie im Nachhinein ist es halt einfach auch wegen den Physical Gainern nicht weitergegangen. Nun gut, das kann dann wirklich auch mal noch passieren, dass ich dann weiterspiele oder so. Oder neu beginnen werde. Und dann spiele ich dann auch wirklich wieder weiter. Aber wenn das Spiel so Blockaden hat, wie zum Beispiel eben resistente Gegner bis ins Maximum, dann ja, ein Physical Spells werde ich wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit nicht so benutzen. Naja, also jetzt, dieser Charakter ist jetzt Physical. Und das reicht momentan. Die Gegner sind einfach zu zäh. Die haben zu viel Armor. Armor ist nicht balanciert. Das sieht man immer wieder. Genau, immer auf Health noch ein bisschen. Damit er nicht mehr bei schwierigen Gegnern stirbt, der Säbelzahntiger. Und dann mache ich dann auch noch auf ja, Schaden, irgendwie blanke Schaden und so. Der muss ja auch ein bisschen Schaden machen. Ja, eigentlich hätte ich jetzt schon auch Schaden machen können. Schon sehr geworden durch 3-4 Punkte. Und dieses Health-Teil von ihm. Health-Skill. Also, passive Not. Also hier habe ich irgendwie das Gefühl, ist der Charakter wieder sehr stark. Das ist toll. Vielleicht auch, weil diese Dornen wieder besser procken können. Jetzt habe ich ja wieder ein bisschen mehr Mana. Also ich muss jetzt nicht so viele Totems spammen und dadurch habe ich wieder mehr Mana für ja, Eisdornen. Und deshalb procken diese grünen Teile auch wieder öfters. Und weil die Gegner auch wieder zu mir hüpfen und in der Nähe sind von mir, ist auch wieder mehr Damage. Aber wenn die Gegner eben so langsam sind wie die die Skorpione, dann habe ich ein Problem. Sentinel, müssen die jetzt droppen? Keine Ahnung. Manchmal droppen schon von anderen Klassen, aber so viele jetzt hier. Auch Mage, also Mage oder Mage. So, Reflected Build würde ich gerne mal ausprobieren. Alles ganz tanky Ding und einfrieren und dann einfach auf Reflection Damage setzen. Das geht nämlich, das sammle ich jetzt auch mal ein. Boah, der macht aber Schaden. Ja, der hat jetzt einfach Blut geschossen, der da drüben. Drüben schießen hat er auch Blut. Ja, die Armor muss in diesem Charakter noch ein bisschen stärker werden. Also, das muss noch zäher werden gegen Physical Damage. Ja. Gibt noch ein paar Bruchstellen, aber ich denke, der Bild wird schon stark sein. Ah, jetzt habe ich schon wieder den Blitztoken gespawnt. Ich will den einfach aufbrauchen, bis ich dann zähe Gegner habe und dann erst einsetzen. Weil sonst ist der cool dann bei den zähen Gegnern. Die Gegner halten halt einfach nichts aus. Also zum Beispiel hier einen Chimera in Blau ist zäh. Also einsetzen. Damit er auch nicht so viel spammen kann. Ah, hier haben wir einen goldenen Gegner. Dann auch einsetzen.
So, bei ihm, beim Blitztoten, setze ich auf Cast Speed jetzt oder so. Toten Damage. Das ist vielleicht gut. Also ich gehe nicht hauptsächlich auf Toten, sondern eher auf Ice Dawn. Ich finde irgendwie, ja, das könnte man jetzt gebrauchen. Aber eben, da muss man irgendwas opfern, also. Ja, jetzt haben wir halt den drin, also. Wir brauchen jetzt noch diese Idol-Quests. Und dann können wir ihn dann einsetzen. Also alles, was wir hier jetzt mal. Das ist Akolyt, ja. Aber das ist. Das ist ein großer. Also den hier. Nein, nicht den hier. Der ist gar nicht so groß, der ist nur 3 hoch. Mit totem Damage und Bleed und Cold Hit. Ja, wir machen kein Hold, Cold Hit, nur die Ding. Nur die Toten machen Cold Hits. Also nur der Toten, glaube ich, da habe ich auch Cold gemacht. Also wir machen jetzt mal ein bisschen auf Cast Speed. Ja, jetzt können wir wieder einsetzen. Ja, ziemlich stark, wenn er so schnell castet. Cast Speed auch auf dem Charakter irgendwie holen. Spell Damage und Cast, sehr gut, aber dass er jetzt wirklich gut Damage macht, best Damage macht, ist einfach nur Physical. Weiß ich nicht. Also ja, ich denke schon, aber sich jetzt lohnt. Minenkittel gibt's Chance. Also man findet jetzt momentan ganz viele Idole, die einfach nicht für uns sind. Den nehme ich jetzt mal nicht mit. Ist zu schwach. So, aber jetzt haben wir Totems, die stärker sind. Also wir machen jetzt mit jedem Level natürlich die Toten stärker. Und das heißt auch, ja, wir machen jetzt wieder allgemein mehr Damage. Oh, die Dornen waren ganz weit oben gespawnt. Waren ganz groß zu sehen. Sah cool aus. Ja, ich finde das also ziemlich geil. Aber jetzt ist leider der Part zu Ende. Der Bild ist noch natürlich noch lange nicht zu Ende. Harte Part. Also, haben wir hier einen Waypoint? Sonst laufe ich einfach mal noch dorthin. Also ich mache doch noch einen Part. Nee, ich habe noch genug Zeit zum Parts aufnehmen. Ich will ein bisschen Fortschritt zeigen, oder? Das Spiel hat ja halt nicht immer so einen mega schnellen Fortschritt und das ist vielleicht für euch auch langweilig. Sonst eben Feedback bitte in die Kommentare. Was kann ich noch besser machen? Was kann ich noch mehr sagen, erklären oder so? Bei Fragen auch bitte in die Kommentare, wenn ihr irgendwie etwas seht, wo ihr nicht versteht oder so. Bitte in die Kommentare, dann kann ich es natürlich auch ein bisschen, kann ich euch auch ein bisschen helfen, oder? Und wenn ihr das Spiel noch nicht habt, unbedingt mal kaufen, wenn ihr einen PC habt und solche Spiele mögt mit Kind. Es ist zwar eben noch ein bisschen früh zum Sagen, jetzt ja wirklich. Ich empfehle es euch, also es ist halt einfach noch nicht so fertig. Gut. Also, was soll ich jetzt machen? Ich mache jetzt mal den Leash bisschen hoch. Aber ich komme wahrscheinlich nicht schnell genug hoch. Also, es braucht einfach noch ein bisschen mehr Länge. Also, diese Dinge, die ich verwenden soll, die tue ich jetzt mal hier rein bei Wechsel. Und ja, die mache ich am besten hier unten hin. Und ich verwende jetzt diesen Stab hier wahrscheinlich. Ja. Man verliert halt schon ein bisschen. Aber man hat weniger Spellkosten, das ist wichtig. Ja. Jetzt schauen wir noch kurz. Den Part machen wir ein bisschen länger, um zu schauen, wie viel geht denn der Damage runter. Basic Attack Speed. Können wir hier irgendwas sehen, wie viel Schaden Ice Dornen machten? Man sieht halt den Schaden nicht. Das ist das größte Problem. Ja, ich werde das auf nächstes Mal ein bisschen testen, ob mit Stab oder ohne Stab, also mit Scepter, ich mehr Schaden mache. 184 Cold Damage und hier ist einfach Spell Damage.
Spell Damage ist auch irgendwo zu sehen. Ist 78. Ja, 78 gegen 195 ist natürlich schon ein Anstieg. Jetzt gehen wir mal kurz noch. Also, die mache ich jetzt mal hier rein, die anderen Totems. Idole. Ja. So. Und der Rest. Jetzt Platz hier rechts. Das ist das Inventar. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück in dieses Gebiet. Ja, und du musst mal Pause oder einfach abbrechen. Genau. Timer. Jetzt schauen wir einfach mal kurz. Wie viel Damage machen wir jetzt? Ich denke mehr. Ja, der Damage ist nach oben gegangen. Ich hätte gedacht, das Zepter mit der Nebenhand macht mehr Damage. Aber irgendwie mache ich allgemein. Also Spell Damage Increase ist halt sehr stark. Ja, okay. Dann haben wir ja für den nächsten Part wirklich ein bisschen mehr Damage. Und ja, ich schaue, dass ich jetzt einfach nicht live streame. Last Epoch. Damit wir da ein bisschen Fortschritt haben. Also nachfolgenden Fortschritt haben. Also tschüss zusammen und bis zum nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.